Und wieder zurück zur Kleidung, zurück zu Lück. Wir sind bei der Sportbekleidung angekommen. Los, los, los! Jabado! Nee, so lassen wir die nicht. Hier will ich auf jeden Fall eins von diesen 70er, 80er Dingern ihr anziehen. Entweder das hier oder das hier, wobei ich das jetzt gerade gar nicht so cool finde. Oder auf jeden Fall auch cool irgendwie eine Kombination mit einer dieser schicken Hosen hier. Zum Beispiel das rote und dieses rote Eistop. Oder hier dieses Pferdeding ist natürlich auch cool. Das ist ja süß. Ich sag euch, ich habe das wie gesagt alles noch nicht gesehen. Ist für mich jetzt hier ziemlich neu. Dann machen wir das doch hier einfach so und da unten, das machen wir so. Also ihr müsst keine Angst haben, die werden nicht immer so aussehen. Ich mag das nicht, wenn die Sims immer dasselbe anhaben. Wir werden die des Öfteren mal umziehen. Ich werde da auch neue Klamotten für die noch kreieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich denke mal offscreen oder ich mache dann wieder noch so Let's Create. Ich werde es, glaube ich, nicht im Spiel machen. Das ist ein bisschen zu viel, glaube ich, dann. Aber wir werden auf jeden Fall, sie wird sich des Öfteren mal umziehen. Das finde ich, wie gesagt, ein bisschen doof, sonst wenn die Sims immer dasselbe anhaben. Das ist so unrealistisch, weißt du? Finde ich, passt nicht so. Das sind doch die perfekten Sportschuhe hier, diese Riesenschuhe. Eher nicht so. Ja, hierzu passt irgendwie gerade gar nichts so richtig, muss ich leider feststellen. Vielleicht das da. Das geht doch. Und da braucht man jetzt auf jeden Fall auch als Mensch, braucht man da sowas wie Socken in diese Schuhe hier. Socken. Tennissocken, Sportsocken, wurscht egal, auf jeden Fall Socken. Oder vielleicht hier sogar sowas zum Sport. Kriegt sie da mal solche Socken? Ach je, und dann machen wir hier auf jeden Fall aber mal nur die Farbe. Na. Da hat man ja gerade ja nichts gesehen, weil ich will auf jeden Fall, dass die hier so bleiben. Hier machen wir auch nur die Farbe rüber. So, auf das Blaue. Dass die hier schön stoffig bleiben. Ach, ist das schön. Jetzt kriegt sie noch Accessoires. Kriegt sie auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß. Muss sein. Die Musik ist aus. Da werde ich gleich wieder komisch, wenn die Musik aus ist. Habt ihr es gemerkt? Da fange ich an zu singen. Sowas vielleicht ist doch cool für'n Sport. Das ist doch cool für'n Sport. Ein Sportoutfit für die Lady. Und, oh, das ist ja ihre Hautfarbe. Nee, das will ich nicht. Da machen wir die dann auch lila Lali. Lila Lali tut die eigentlich gar nicht so super gut kleiden, aber vielleicht ändere ich das noch. Wie gesagt, keine Panik. Wir werden hier permanentem Wechsel unterzogen sein. Okay, ich muss mich kurz anders hinsetzen. I'm so sorry, aber ich halte nicht mehr aus. Oh, mein Kreuz fällt mir auch gleich ab. So. Haare. Frisur fürs Sportoutfit. Und wo ist denn hier schon wieder La Musica? Ich mag ja hier diese Musik, die klassische. Das finde ich gut. Wollen wir ihr diese Frisur hier als Sportfrisur machen? Ich finde die so süß. Komm, das machen wir als Sportfrisur. Geschminkt ist sie nicht beim Sport. Jetzt machen wir Badebekleidung. Badebekleidung. Wattibusa? Wattibusa, meine Liebe. Wattibusa, das lässt sie an. Das beschließe ich jetzt einfach. Das lässt sie an. Das ist nämlich irgendwie entstanden hier. Das ist cool. Das passt zu ihr. Die Brille lässt sie auch auf. Geilo, oder? Lässt du die Brille auf? Ja, guck mal, die ist sogar passend dazu zum Badeanzug. Find ich geil. Geh ich voll d'accord. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Haare. Geschminkt ist sie natürlich jetzt hier zum Baden gehen auch nicht. Da machen wir ihr aber irgendwie so eine Badefrisur. Oder wir machen ihr die Haare zum Baden auch einfach wieder auf. Oder sie kriegt halt hier ihre Standardfrisur zum Baden. Das hier. Das geht eigentlich zum Baden auch gut ab. Oder? Ist es übertrieben für Baden? Vielleicht ist es doch ein bisschen übertrieben. Was ist das denn? Das habe ich auch alles. Ist das eine Badekappe? Wieso hat die denn jetzt hier so ein komisches Gesicht? Ist das eine Ganzkörper? Ganzkopfmütze? Ich glaube, zum Baden machen wir ihr die Haare mal so.
Irgendwie sowas in der Richtung oder so hier hochgedingselt. Oder hier mit den Dingern. Ja, komm, zu baden kriegt sie so eine Hochsteckfrisur. Das ist doch mal das Einfachste, sowas hier. Perfekt, mit den Stäbchens drin. Very nice, I like. So, was haben wir denn noch? Ach Gott, das ist ja immer noch nicht fertig. Wir brauchen ja auch noch die Outdoor-Kleidung. Was hat sie denn da? Warte. Nee. Sorry, aber das geht ja ja nicht. Wieso ist das denn hier alles Outdoor-Kleidung? Was soll denn der Käse? Also, Outdoor-Kleidung. Kriegt sie entweder das hier? Ja, ich weiß nicht so recht. Ich bin ein bisschen. Guck mal hier, bauchfrei für draußen, wenn es kalt ist, auf jeden Fall auch cool. Beste Wahl, beste immer. Nee, das ist auch zu kalt. Ach Mensch, das ist jetzt hier gerade gar nicht so einfach, muss ich feststellen. Aber ich würde sagen, wir nehmen doch hier eins von diesen neuen Dingern da. Auf jeden Fall. Und dann irgendwie eine coole Hose. Nee, zu kalt. Ach je, jetzt wird's hier nochmal echt schwierig. Wie geht die denn draußen spielen, wenn es kalt ist? Was war die denn jetzt? Eine Rockabilly-Braut? Vielleicht sowas hier. Vielleicht, oder eine rote, vielleicht eine rote Hose? Auf jeden Fall dann auch andere Schuhe. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Oder die hier in Rot. Die ist doch eigentlich auch ganz cool. Die finde ich, oder halt doch hier so eine zerrissene. Aber da kann sie ja doch. Wir machen zerrissene Hose. Und zwar eine zerrissene weiße Hose nehmen wir da jetzt einfach mal für den Winter. Und das hier machen wir ein bisschen anders vielleicht. Das möchte ich gerne ein bisschen anders haben. Nö, nö, nö. Das passt ja alles nicht so gut. Was ist das hier? Das würde vielleicht sogar noch gehen. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Hier, Punkte. Punkte sind auch immer gut. Ach, guck mal. Sowas? So süß. Ja, und unten das machen wir dann so. Dann machen wir das da auch so. Guck mal. Und den Pulli, wie macht man den Pulli? Der steht ihr doch auch ganz prima, wenn der aussieht wie Gras. Nee, 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 den hätte ich gerne Textil auch grau und dann vielleicht nicht grau, dann vielleicht doch lieber. Ich weiß es nicht. Oder wir machen da ein Thema. Nee, das ist halt bescheuert. Oh Gott, jetzt ist. Hilfe! Ich glaube, wir machen den einfach doch farbig. Irgendwie farbig. Der Pulli. Wen juckt denn eigentlich dieser blöde Pulli? Den machen wir jetzt vielleicht einfach mal so. Oder schwarz. Wie wär's denn mit schwarz? Sowas. Nee, sieht blöd aus. Zu dunkel. Grün? Wir haben auch noch gar nicht. Sie hat doch grüne Augen. Passend zu den grünen Augen. Machen wir ihr einen komischen Pulli in dieser Farbe, die fast genauso ist wie die Anfangsfarbe. Perfekt. Okay. Wir brauchen definitiv andere Schuhe für diese Dame. Was kann man denn hier für Schuhe drunter anziehen? Diese Boots kann man da anziehen, die ich aber persönlich doch relativ hässlich finde, muss ich gestehen. Wir können anziehen Gummistiefel. Das ist doch cool, hier so ein paar Gummistiefel drunter. Oder das hier geht? Nee, das geht eigentlich gar nicht. Das hier würde gehen. Nö, finde ich auch nicht so der Renner. Machen wir auf jeden Fall hier Gummistiefel in einer anderen Farbe. Vielleicht sogar dieselbe Farbe wie der Pulli. Passende Gummistiefel zum Pulli. Wie wäre es denn damit? In dieser Farbe. Das andere ist ein bisschen lächerlich. Ja. Ich glaube, das finde ich gar nicht so schlecht mit den Gummistiefeln. Und jetzt kriegt sie noch eine Strumpfhose an. Aber diesmal wirklich eine Strumpfhose. Komm runter hier. Runter, 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 runter. So. Diesmal wirklich eine Strumpfhose. Und zwar in einem Muster. Weil sie ist ja der Rockabilly. Vielleicht sowas hier sogar. Oder halt irgendwie was in. Vielleicht auch was anderes. Ja, sowas hier. Perfekt. Und dann in dieser Farbe hier.
Nee, wieso sehe ich das denn hier eigentlich überhaupt nicht mehr, wenn ich das hier abmache? Ja, Babelchen. Das ist auch. Habt ihr das gesehen, was für ein Blindflug das war? So. Sehr geil. Hier guckt so ein kleiner Totenkopf raus. Super. Super. Was ein Winteroutfit. So will ich auch rausgehen im Winter. Meine ich ernst. Aber das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir noch nicht mit den Stiefeln. Die sind irgendwie noch nicht richtig. Die finde ich noch nicht richtig. Wir machen das mal in der Farbe hier. Was, glaube ich, einfach schwarz wieder ist, wie am Anfang. Gut, man muss halt manchmal ein bisschen probieren, bis man so aufs Richtige kommt. Lassen wir lieber so. So ist es besser. Okay, dann braucht sie jetzt für ihr Winteroutfit noch die passenden Haare. Da machen wir vielleicht einfach eine Mütze. Da machen wir vielleicht einfach eine Mütze. Was gibt's hier? Das ginge. Diese Mütze ginge für sie. Die ist ja auch süß. Süß. Die ginge auch. Die hat auch schön lange Haare. Aber weil unsere Madame ja eher so ein bisschen einen an der Mupfel hat, oder wir machen ein Stirnband. Stirnband passt eigentlich auch gut zu ihr. Und dieses Stirnband hier passt sogar schon fast zu ihrem Outfit. Fast. Müssen wir nur ein bisschen dunkler machen. Und dann passt es auch schon. Ja, jetzt passt es auch schon. Die Handschuhe. Was machen wir denn mit den Handschuhen? Die Handschuhe, 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 habe ich vergessen, hier was zu machen mit den Handschuhen. Ist die geschminkt da im Winter, wenn die draußen rumläuft? Ist sie da geschminkt? Ich weiß nicht so recht, so echt. Wir machen schwarze Handschuhe vielleicht. Oder hier sowas. Sowas in Schwarz. Finde ich, glaube ich, auch nicht schlecht. Oder weiß? Lieber weiß. Ist nicht so aggressiv, Alter. Oder hier so braun. Ist doch süß. Das machen wir. Das passt auch zur Jacke. Okay, Leute. Jetzt kommt der letzte Streich. Ach so, wollen wir die hier jetzt schminken oder nicht? Nee, die bleibt da jetzt einfach mal so. Die können wir auch noch später schminken. Ah, mir brennen gleich die Ohren ab, sag ich euch. Mir brennen die Ohren ab. So. Merkmale. Das ist natürlich extrem wichtig. Und ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich musste gerade mal was trinken. Meine Stimme ölen. Ich bin ja schon ganz durchgenudelt heute. Okay, was machen wir denn mit ihr? Abenteuerlustig, angemessen, Anglerin, athletisch, nein, Autofreak, begabte Bilderin, begabte Göschin, begeistert, bindungsphobisch, böse. Chaotin, Chaotin, charismatisch, Computerfreak. Die geborene Geschäftsfrau, diszipliniert, Diva, ich kenne Diva noch nicht. Diven sind erstaunlich, das darfst du nie vergessen. Wenn sie gut sind, sind sie großartig und wenn sie schlecht sind, sind sie noch besser. Könnte man mal ausprobieren, ist bestimmt spannend. Ne, Feigling, Flirt, Fotografen, Fülle, geborene Darstellerin. Geborene Darsteller fühlen sich auf der Bühne am wohlsten und könnten sich nichts Schöneres vorstellen, als vor einem Publikum zu stehen. Ja, ist die Frage, was wir mit der halt mal beruflich so machen, ob die in diese Richtung gehen soll. Also ich habe ein Merkmal, wo ich auf jeden Fall schon weiß, dass sie das kriegen soll. Gute Küsserin könnte die halt eigentlich auch sein. Hoffnungslos romantisch. Jähzornig. Ach nee, eigentlich, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Kokett. Kokett? Ist sie kokett? Leicht zu beeindrucken. Loser. Ist sie ein Loser? Es ist halt immer ganz lustig, was Losern so passiert. Das ist halt immer ganz lustig, muss man schon sagen, wenn man ein Loser ist. Nachteule passt ja eigentlich gut zu ihr. Partygängerin. Partylöwe wollte ich eigentlich, aber was ist denn jetzt Partygängerin? Partygänger sind nicht glücklich, wenn sie keine Kontakte knüpfen können und tun so ziemlich alles, um im Mittelpunkt zu stehen. Machen wir doch mal Partygängerin und Partylöwe, einfach beides. Ja, du bist die Partybombe, sag ich dir, die Partybombe bist du. Schlafmütze, Schlafmütze. Passt natürlich auch jetzt nicht so gut eigentlich zu alledem. Schnorrerin, schüchtern, Sinn für Humor, Snobs, Dagweis, Stubentapfer. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ist die tollpatschig? Umweltbewusst möchte ich gerne für sie haben. Wahnsinnig finde ich immer so ein bisschen nervig eigentlich eher. Oh, ich hätte so gerne noch ein Negatives. Ich hätte eigentlich sogar gerne zwei Negative. Technikfeindlich.
gehen in ihrer Freizeit lieber anderen Beschäftigungen nach. Nee, das finde ich auch dann eher nervig, obwohl. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hilfe, Pechvogel. Diesen Sims will einfach nicht zurecht gelingen. Was auch immer sie anfassen, geht grundsätzlich schief. Och, passt jetzt auch nicht so zu ihr eigentlich. Mürrisch. Selten gut gelaunt. Schwierig, sie glücklich zu machen. Sie wollen einfach nicht glücklich sein. Loser. Verliererin zieht das Unglück magisch an. Das beginnt bereits in der Schule und setzt sich am Arbeitsplatz fort. Diese Sims sind die geborenen Versager. Sie werden noch nicht mal wütend, wenn ihnen das Leben übel mitspielt. Sie fangen einfach an zu weinen. Kann Kunst nicht ausstehen. Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, diese zwei Party-Merkmale hier, das ist zu viel. Machen wir den Party-Löwen mal weg. Lassen nur Partygängerin da. Das finde ich besser, weil es einfach sonst zu viel Party ist. Das will die nur auf Partys gehen. Das hier kenne ich nicht, deshalb lassen wir das jetzt mal da. Diva. Ach komm, das machen wir jetzt auch mal. Das passt hier irgendwie zu ihr, habe ich so das Gefühl. Guck mal. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ah, wie geil. Ja, irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Mental. Exzentrisch. Jetzt gehen wir hier nochmal durch. Das geht euch jetzt bestimmt gerade ein bisschen auf die Nerven. Dürft gerne vorspulen. Schnell gestresst. Schnell. Wollen wir sie neurotisch machen? Könnte sie ja auch sein. Was für eine schräge Mischung, die jetzt da ist. Komm, wir machen Nachteule noch weg, oder? Wir machen Nachteule noch weg und machen bei ihr noch. Wo ist das denn? 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 Hä? Ich suche ein bestimmtes und finde es nicht. Wo ist es denn nur? Ach Gott, Leute. Was habt ihr so? Wie schätzt ihr euch so ein? Was habt ihr so für Eigenschaften? Ich glaube, ich bin verwirrt. Muss ich gerade mal wieder feststellen. Ich bin ja so der verwirrte Typ. Verwirrt gibt's hier leider nicht. Gibt's hier nicht. Wo ist es denn? Wo ist das denn? Oh, Tolpatschik. Das habe ich gesucht. Machen wir sie noch Tolpatschik. Da stolpert die uns hier so ein bisschen durch die Gegend. Genau. Ups, ja. Hoppala, finde ich, glaube ich, ganz gut so. Lassen wir es. Alles klar, ist abgesegnet. Oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch so einen Wunsch für die raussuchen.